Gästen, die wir anwesend haben, einen herzlichen Glückwunsch zum Sieg wieder einmal, zu einem tollen Sieg, zu einem wichtigen Sieg und zur Eroberung des zweiten Tabellenplatzes. Dein Statement zum heutigen Spiel, bitte. Ja, ich denke, wir waren ganz gut vorbereitet auf das Spiel. Hat natürlich nach dem Hinspiel noch eine Rechnung offen. Haben denen in der Offensive viel weggenommen, dadurch, dass wir die Systeme ganz gut geswitcht haben. Und hatten natürlich einen Sahnetag in der Offense. Wir haben halt viel gewechselt in der Defense, da haben wir uns im ersten Spiel schwer getan gegen. Und heute haben wir gegen die Zone überragend getroffen. Wir haben in der ersten Halbzeit 11 von 13 Dreier getroffen. Also eine Quote hat man nicht alle Tage. Und dadurch war das Spiel dann natürlich schon fast zur Halbzeit gegessen. Und ja, dritte Viertel haben wir auch noch überragend gespielt. Und war ein tolles Spiel. Super. Sehr gute Drei-Punkte-Quote schon angesprochen. Und ich glaube, einer, der hat ganz persönlich eine ganz hervorragende Drei-Punkte-Quote. Zu dieser Zeit könnte man ja auch sagen, Engel auf den Feldern singen. Aber Felix Engel, ist seine Rückennummer jetzt eigentlich die 3 oder wie sieht das aus? Ja, heute war einfach ein sehr, sehr guter Tag. Heute war so ein Tag. Ich sage zu meinen Jungs eigentlich auch immer, die ich trainiere, lasst euren Arm stehen nach dem Wurf, Handgelenk ordentlich abklappen. Heute konnte ich den Arm sofort zurückziehen und wusste irgendwie, heute kann nichts vorbeigehen. Das hat man nicht so oft und deswegen habe ich das ausgenutzt, habe auch viel geworfen. Ja, bin einfach glücklich, dass wir gegen Braunschweig auch noch gewinnen konnten, wo ich herkomme. Ja, vielen Dank, Felix. Hättest du zu Saisonbeginn damit gerechnet? Ja, ich sag mal, ich habe zumindest gehofft, dass wir wieder eine Mannschaft zusammengestellt haben, dass sie die gut mitspielen kann, gerade in den Playoffs. Das ist nach wie vor unser Ziel, dass wir das erreichen. Man sieht ja auch, die Liga ist unglaublich eng, das heißt, zweiter Tabellenplatz ist schön. Jetzt kommen 3 Auswärtsspiele, auf die müssen wir uns konzentrieren, fokussieren, sehen, dass wir jetzt gut über die Weihnachtspause kommen und diese Form konservieren, denn ich denke, wir haben ja heute 3 Viertel beeindruckenden Basketball gezeigt. Das war wirklich beeindruckend, dass man praktisch zur Pause schon sehr relaxed sich das Spiel angucken konnte. Die Mannschaft hat wieder großartig verteidigt, hat natürlich vorne eine riesen Quote gehabt und ich denke, das ist sehr wichtig. Wir lieben unsere Wunschsporthalle und hier zu gewinnen ist für jeden unheimlich schwierig. Also ein VfL kann Heimsiege. Und das sind wir und ich bin heute richtig stolz auf die Mannschaft. Das, was sie gezeigt hat, war eine sensationelle Teamleistung auch. Und dazu gehören natürlich auch die Trainer, die die Mannschaft richtig eingestellt haben. Und sie haben mir ein sehr schönes Weihnachtsfest bereitet und ich hoffe allen anderen auch, die heute hier waren. Ja, ich denke, dem kann man eigentlich voll zustimmen. Vielen Dank, HP. Ich würde sagen,